Wie wäre es, wenn ein Lehrer von Ernst Bloch flöge? Wenn eine Disziplinarkonferenz versuchte, dich von der Schule zu werfen und ein Spieler das Spiel mit seinem Blut bezahlt? Ist das dein Spiel? Nur im Spiel hat der Mensch echte Freiheit. Freiheit, Gleichheit, Rechtssicherheit. Das Spiel ist der Inbegriff demokratischer Lebensart. Der Spieltrieb ersetzt die Religiosität, beherrscht die Börse, die Politik, die Gerichtssäle, die Pressewelt. Und er ist es, der uns seit Gottes Tod mental am Leben erhält. Das Schöne am Leben ist, dass es nichts mehr zu verlieren gibt, wenn man einmal akzeptiert hat, dass es früher oder später zu Ende geht. Fressen, ficken, kämpfen, fade out. Plötzlich blieb sie stehen. Ich bin jetzt. Was machst du da? Ich versuche, die gegenwärtige Sekunde zu erleben. Woran glaubt ein Spieler? An nichts. Wenn die Antwort an nichts lautet, wird der Spieler zwangsläufig verlieren, so viel ist klar. Weil es dann nichts gibt, was ihn vom Abgrund wegführt. Zwei Gefangene werden einzeln dem Gericht vorgeführt. Jedem von ihnen schlägt der Richter einen Deal vor. Wenn du gestehst und deinen Kumpel verpfeifst, bleibst du straffrei und der andere bekommt 5 Jahre Knast. Schweigt ihr beide, reichen die Indizien für jeweils 2 Jahre. Gesteht ihr beide, bekommt jeder 4 Jahre. Sie haben keine Möglichkeit, sich abzusprechen, richtig? Sehr gut. Danke. Bitte, was wird passieren? Sie berechnen beide den höchstmöglichen Vorteil bei möglichst geringem Risiko. Das heißt, sie hauen sich gegenseitig in die Pfanne. Jeder bekommt 4 Jahre. Und das hat die Richterin gewusst. Döner oder Thai? Thai. Moment. Angenommen, wir werden vor die Wahl gestellt. Wir bekommen nur etwas zu essen, wenn wir uns für dasselbe entscheiden, also kooperieren. Richtig. Sehr gut. Konzentrieren wir uns. Zähle bis 3. Es gibt nur einen, der die Figuren auf das Spielfeld stellt und das bin ich. Das bist du also. Ein Spielmacher. Bingo. Also warte ab und trainiere deinen Verstand. We should see all.